Guten Morgen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwochmorgen. Ihr wisst ja, seit längerem mache ich Interviews, hole mir Leute dazu, auch mal aus anderen Themenbereichen. Und so ist es heute auch. Bei mir ist die Jeanette, die ist HTS-Co-Trainerin und sie ist Tierheilpraktikerin. Und ich glaube, wir reden heute ein bisschen über das Thema Homöopathie und Hundetraining. Meine eigenen Erfahrungen, bin ich ganz ehrlich, sind so, naja. Also mal hat es funktioniert und mal nicht. Hatte schon irgendwie so ein bisschen was von Glückstreffer. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es Mittel wie Apis zum Beispiel, ja, dass ich immer bei Wespenstichen nehme. Das funktioniert definitiv. Da kannst du zugucken, ne, wie das Ganze abschwellt. Und mir stellt sich jetzt natürlich die Frage, an welchen Stellen ist Homöopathie als Ergänzung vielleicht auch zu Hundetraining sinnvoll und wo nicht? Ja, wunderbar. Also oftmals ist es so, dass ich zu Fällen gerufen wurde, wo homöopathische Mittel eingesetzt werden sollte bei einem Thema Hund im Verhalten und so weiter. Und ich komme hin und stelle fest, also ein homöopathisches Mittel wäre da nicht angesagt. Da wäre Erziehung tatsächlich ein Thema, also Training. Dann gibt es natürlich auch solche Fälle wie zum Beispiel hoher Sexualtrieb eines Rüden, der kann nicht fressen, der jault die Nacht über durch. Der bekommt dann ein passendes homöopathisches Mittel. In der Vergangenheit hat das sehr, sehr gut geholfen. Und von daher denke ich, ist das immer ein wichtiges Thema, dass man erstmal schaut, was sieht man direkt zu Hause. Ist ein bisschen anders als bei uns im Training, dass man den Hund eigentlich mehr lieber auf dem neutralen Boden sieht. Aber bei der Homöopathie, um das richtige Mittel zu finden, ist es zu Hause ganz gut. Das ist hier entspannt. Okay, und gibt es irgendwelche so Verhaltenssachen? Du hast es jetzt, ne, übersteigerte Sexualität. Gibt es irgendwie noch andere Verhaltensgeschichten, wo man homöopathisch unterstützen kann? Frage 1 und Frage 2. Hast du es tatsächlich erlebt, dass mal ein Verhaltensproblem ausschließlich über Homöopathie gelöst werden konnte? Ja, das kann man auch sehr gut machen, und zwar gerade bei sehr instabilen Tieren, die beispielsweise nur an ihrem Besitzer sehr stark hängen und sonst aber bei Außenreizen sehr zurück- und introvertiert reagieren. Da kann man homöopathisch das wunderbar unterstützen. Die kommen so ein bisschen aus dem Quark raus, lieben immer noch ihren Besitzer, aber können immer mehr auch draußen erkunden. Wie zum Beispiel, die können sich nicht lösen, wenn sie draußen sind. Die konnten das nur im Garten. Und ich hatte eine Schäferhündin in der Behandlung, die sehr heftig reagiert hat in der Läufigkeit. Die ist sogar aggressiv gegen ihre Besitzerin vorgegangen. Die musste mit Maulkorb in der Zeit gefüttert werden. Und danach in der Scheinschwangerschaft hat sie sich draußen gar nicht gelöst. Die ist nur in den Garten gegangen. Und dann haben wir sie auch homöopathisch begleitet. Das war vorletztes Jahr. Und das hat sehr, sehr gut geholfen. Die Aggressivität ist also zurückgegangen. Und draußen wurde sie entspannter. Allerdings auch mit Hilfe eines sehr stabilen Hundes, der sie so ein bisschen aus dem Quark geholt hat. Okay. Und inwiefern denkst du denn, oder wie sinnvoll fändest du es, oder wie oft denkst du, wenn du irgendwas arbeitest jetzt bei HTS, ja, dass du denkst, oh, also da könnte man vielleicht mit dem und dem Mittel unterstützen. Denkst du das oft, also aus diesem Blickwinkel heraus? Ja, tatsächlich eigentlich immer. Immer? Okay. Nicht, also nicht bei jedem Fall, definitiv nicht. Aber immer, wenn ich zum Thema HTS-Seminare zum Beispiel mit unterwegs bin, dann auf jeden Fall würde ich mindestens von 20 Teilnehmern 5 gut begleiten können. Okay, okay. Ja. Und vielleicht kommt es auch auf das Problem an, ist es so, dass man bestimmte Mittel tatsächlich über einen bestimmten Zeitraum geben muss, damit die Wirkung eintritt, oder ist das vom Mittel abhängig? Mal hast du nur ein Globuli und mal über einen längeren Zeitraum. Ja, das ist wirklich individuell zu sehen. Das hängt vom Fall ab, das hängt vom Individuum ab. Und das hängt auch davon ab, was das Thema ist. Ist es ein rein psychisches Thema, würde ich sagen, braucht es teilweise sehr viel länger als ein rein körperliches Thema. Ja. Man kann auch beispielsweise, wenn das Tier irgendwas aufgenommen hat, was es nicht gut verträgt und hat 2-3 Tage Durchfall und Erbrechen,
Das kann man betreuen auch über einen gewissen Zeitraum, aber dann setzt man das ab, wohingegen eine Psyche oftmals mehr als ein Jahr braucht. Man sagt eigentlich, so lange wie das Problem entstanden ist, braucht es auch, um auszuheilen. Oh, wunderbar, der Satz, ey. Den sollten wir mal fett über unter das HTS-Logo, ja, ne? Weil die Leute kommen, weißt du, Problem mal seit 3 Jahren und jetzt mach mal am Wochenende weg, ne? Nee, geht nicht. Ja, das geht nicht, genau. Thema Zwangsbeglückung. Also, ich erlebe es bei Menschen, wenn es so spezialisiert ist auf so einem bestimmten Bereich, dass ich so zwangsbeglückt werde von denen, ja? Mhm. Wie gehst du damit um? Also drückst du den Leuten, ich weiß ja, wie du damit umgehst, ich will es nur trotzdem fragen, drückst du den Leuten das auf oder wartest du, bis sie auf dich zukommen oder machst du es mal so und mal so? Also ich drücke die Heilgedanken von mir niemals auf. Das ist für mich ein ethischer Grundsatz, das möchte ich nicht. Sehe ich aber jemanden, der seinen Hund über die Maßen an der Leine ruckt oder sowas, da mische ich mich ein. Aber jetzt, um jemanden davon zu überzeugen, dass ich eine tolle Alternative noch im Ärmel hätte, das mache ich vielleicht bei Menschen, die mir sehr, sehr wichtig sind und die mir nahestehen und die mich kennen. Die meisten mögen einen ungefragten Hilferuf, möchten die einfach keine Unterstützung haben. Ja. Also das will niemand, ich möchte es selber auch nicht. Ja. Wenn ich in ein Geschäft komme und sage, ich möchte mich umschauen, dann meine ich das so. Ja. Und dann möchte ich nicht irgendwie etwas verkauft bekommen, was ich nicht haben will. Also ich bin von daher kein Apostel und ich arbeite auch konkret mit Tierärzten zusammen, weil ich der Meinung bin, dass die beiden Methoden sich nicht ausgleichen, nicht ausschließen, sondern sich ausgleichen, ja, beziehungsweise ergänzen können und sehr schön begleiten können. Und es gibt ein paar Tierärzte, die sind skeptisch und es gibt wieder welche, die sind begeistert. Gerade gestern bekam ich einen Anruf von der Tierärztin, die Visitenkarten sind schon wieder weg, ob ich noch welche vorbeibringen kann. Toll. Ist toll. Und ich bin auch keiner, der sagt, es funktioniert immer, weil das hängt wirklich von unglaublich vielen Faktoren ab. Ja. Und wenn der Tierhalter nicht mitmacht, kann das Tier auch nicht mitmachen und schon haben wir ein Thema. Ja. Ja. Und sag mal, bei Hundetrainern wissen wir ja, sage ich mal vorsichtig, es gibt unterschiedliche Qualitäten. Ja. Ja? Jetzt weiß ich nicht, ob die Ausbildung, die du gemacht hast, einheitlich ist, aber würdest du sagen, dass es auch da eindeutig gute und schlechte gibt? Und vor allen Dingen auch, was macht das aus? Also woran erkennt jetzt jemand da draußen, falls es Unterschiede gibt, woran kennen das unsere Kunden, da kann ich hingehen und da eher nicht? Oder kann man das gar nicht sagen? Also ich fürchte, das kann man nicht sagen, weil jeder Mensch, der einen Job ausführt, ist unterschiedlich. Da gibt es extrovertierte und introvertierte Menschen oder es gibt sehr selbstbewusste Menschen und sehr verhuschte. Die Verhuschten sind deswegen nicht schlechter. Die sind genauso gut, die, ja, können sich nur nicht so präsentieren, wie das andere können. Dann gibt es welche, die können sich super präsentieren, kommt aber irgendwie nur hohle Luft raus. Ja. Also ich fürchte, man muss sich selber da umschauen, umhören. Am besten ist Mundpropaganda tatsächlich. Ja. Das ist so meiner Erfahrung nach das Sinnvollste und wo du dich aufgehoben fühlst. Wenn du das Gefühl hast, du bekommst ehrliche Antworten. Mhm. Wenn mir ein Kunde sagt, sagen Sie mal, ich habe einen Abszess beim Kaninchen, kann ich das heilen? Sag ich, nein, Abszesse sind nicht heilbar beim Kaninchen. Mhm. Dann sagt er, ja, können Sie mir da nicht helfen? Sag ich, nein, tut mir leid. Mhm. Ne? Und wenn das so ist, dann ist das so. Ja. Und dann entweder bin ich da fair oder nicht. Und das ist eine Sache, die leider über Erfahrung geht. Das ist aber im Prinzip bei Tierärzten auch nicht anders. Ja, da gibt es auch, die haben alle eine super Ausbildung. Ich habe auch 3,5 Jahre Ausbildung, heißt aber noch lange nicht, dass ich alles weiß. Weiß ich auch nicht, definitiv. Ja. Okay, cool. Ja, cool, ihr Lieben. Mal wieder ein Thema, was wir auch noch nicht hatten. Wir hatten ja letzte Woche Tierarzt trifft Hundetrainer. Jetzt hatten wir irgendwie Tierheilpraktiker trifft Hundetrainer. Ich hoffe, es interessiert euch, was wir hier so veranstalten. Gerne Anregungen in die Kommentare reinschreiben. Und natürlich wie immer gerne eure Erfahrungen. Was sind eure Erfahrungen mit Homöopathie? Gute, weniger gute? Schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns. Ne? Und klickt und liked und teilt natürlich dieses Video, damit noch viel mehr Menschen davon erfahren. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Gehabt euch wohl. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.